Ich finde das schön, dass du auf meinem Kanal bist. Und zwar gibt das heute einen Tageslook auf Plattdeutsch. Du töme mich hier schon lange ab. Für alle Leute, die kein Plattdeutsch können. Und dat, ich mag jetzt keinen Untertitel drin. Erstmal gibt das bei Instagram, bei YouTube nicht, dass ich da einen Untertitel inblenden kann. Wenn du das nicht verstanden hast, also wenn du dieses Video nicht verstehen kannst, weil du kein Plattdeutsch kannst, dann hast du Pech gehabt. Dann musst du wieder schalten. Natürlich machst du erst den Daumen nach oben, ne? Und sagst, ja, das ist gut, obwohl du gar nicht sehen hast, aber erst den Daumen nach oben, ne? Hüt gibt das so ein Betten, das Dorte hier mit der Dorte Palette von Sueva und mit der gute Judith Williams. Ne? Morgen wir so ein Betten noch Plattdeutsch hüt. Nimm den Kaffee, nimm den Keks. Und dann sehen wir uns. Und sehen wir uns eben vor Klicks weiter. So ist das. Und wenn du das nicht verstanden hast, dann teilt mir das leid, aber das ist so. Wir schnacken hier oben beim Plattdeutsch, weil wir sind ja Kinder des Nordens. Hier schnackt man Plattdeutsch. Und wieso hole ich das eigentlich immer so hoch? Man will das nicht. So, aufgehört. So, bevor wir hier anfangen, muss ich mir erstmal so ein bisschen der Hohe gut Gesicht, ne? Weil sonst hast du ja die Foundation und hast du ganze Schied nachher in der Hohe und dann sieht die auch Schied auch, ne? Ich meine, so sieht das jetzt auch nicht so weltbewegend gut, aber nun können wir anfangen. So, Morgenroutine Herr Wickmock, ne? Also das ist Nachmittag bei uns und ich sitze hier in meinem Kabuff und das Gift hüt von, ich muss nochmal, von diese oder von der Dorte Reich von, Mensch, Riva Loves Me. Diese Bohu oder wie auch immer, mag ich mir so ein Lüttenbäden mal hier ab. Und das finde ich meist der beste Primer, den ich in der Schuflo habe. Die finde ich, der habe ich auch von den Abonnenten richtig viel vom Kriegen. Und wenn du hier mal wechseln, dann wird das noch schöner. Ne? Die ist feuchtigkeitsspendend, die riecht gut. Die lässt sich gut verteilen, die trägt gut in den Hut. Ich mach die gern. Ja, und die Katze ist auch wieder hier. Wenn ich hier unten bin, dann ist die Katze auch immer durch. Ich habe hier so einen lütten Teppich liegen. Und dann macht sie sich immer die Krallen mit Schorf. Eine Schorf hört sich auch an. Du wetzt sich die Krallen so rum. Und immer muss sie immer da biesen. Und die Katzen sind ja immer so nischierig, ne? Und sie muss immer kicken, was ich hier mache. Oder was ich hier mag. So rum. Ich vertüdel das immer so ein bisschen mit Hochtisch und Plattisch, ne? Weil das ist ja für mich auch ungewohnt, ne? Jetzt so ein bisschen Plattisch hier brabbeln, ne? Wie Instagram mag ich das ja immer so ein bisschen öfters. Aber hier ist das auch ein bisschen ungewohnt. Ja, so Zahncreme noch im Mund. Oh Mann, Morido. So, Foundation Gifted Hüte habe ich ganz, ganz lang nicht mehr nutzt. Das ist von Judith Williams. Das ist so ein. Der hat kein verschiedene Farben. Der ist, der liegt sich an. So ein Chameleon Foundation, will ich mal sagen. Ne? Da machst du die ab und dann soll das ja immer passen. Ich habe sie lang nicht mehr nutzt, weil der Hut verändert sich ja auch so ein bisschen. Ne? Je öller man wart. Und der ist meistens ein bisschen pasty für mich. Ne? Da die Falten dann so. Nur ein gewisser Tiet, dann sind die. Bäder zu sehen, als habe ich gar nichts ab. So rumsicht. Der Ganze ist in so einem Glasflakon und mit einem Pumpspender. Das finde ich immer eine feine Sache, obwohl ich schon sagen, ich mag mir jetzt einfach mal hier so ein bisschen was ob mein angefeuchtete Beautyblender ab. Muss mir die Speichel wie immer so ein bisschen hinstellen, so kann ich gar nichts sehen hier. Ne? Und dann mag ich das erstmal so ein bisschen grob verteilen hier. Und dann machen wir mal so ein bisschen den Schnelldurchlauf. Und ich mache mir hier, oh, der Hohne macht mir auch ganz tummig, ne? Die Foundation ist nicht schlecht, aber der ist, ich muss da echt aufpassen, dass ich da nicht zu viel nehme und das auch richtig gut verteile, weil sonst, ne, wie gesagt, hast du da die Falten, du meistens bin
döller gut sehen als vorher. Ne? Aber ansonsten finde ich den nicht schlecht. Ne? Man kann sich ja dann auch so ein bisschen als BB-Creme mocken. Ne? BB-Creme, da hört sich gut an. BB-Creme mocken. Ne? Kannst ein bisschen Creme in mocken, die in Tagespflege, mockst du von ein bisschen in und mischt die das und dann geht das auch. Ne? Aber da muss ich so ein bisschen mit aufpassen. Aber ansonsten finde ich den nicht schlecht. So, dann habe ich hier was Neues, das habe ich selber mal geschenkt kriegen. Ne? Muss man meine Brille aufsetzen, kann ich das gar nicht lesen. Ne? Das ist von Alvera, der Rose Tinted Highlighter. Rose Tinted Highlighter. Ich dachte, das wäre hier Concealer, ne? Den kann ich besser wegpacken. Ja, da kommt der Beruf, wenn du das in eine falsche Schublade insortiert hast, ne? Dann war das hier auch nichts. Kannst du Lüt mal was ganz Neues wiesen, ne? Dann nehmen wir eben wieder von Avon. Ne? Da nehme ich so ein bisschen von der Helle hier. Und Ben von der Dunkle. Und das mag ich mir so werden. Erstmal die Ärmel hier hoch, auf dem Handrücken so rauf. So. Und dann gibt das den Augenlifting Booster, ne? Damit der ganze so ein Ben nicht so verknüdelt ist. Ne? Mag ich mir immer so ein Drops hier so rauf. Und dann vermische ich mir das Ganze immer. Ich baue mir hier immer mein hier Lidschattenbase und Ben selber. Und heute gibt es mal so ein bisschen hell und so ein bisschen dunkel. Und so ein bisschen Booster oben oben hier in der Faltenkommandozentrale. Ich roll das eher immer so. Ne? Das mache ich in Hochdeutsch nicht. Das ist immer nur wie Plattdeutsch so. So, und wenn Lidschattenbase hier selber zusammenschustert. Und dann mache ich jetzt hier mal so robben. Da können wir auch einen Schnelldurchlauf machen, weil der fehlt ja auch jeder wie geil. Ne? So, dann gibt es noch mal so ein bisschen Puder, damit wir das Ganze so ein bisschen fixieren. Ne? Ich muss das mal hier so mal hinholen. Das ist von Rival de Loop. Das ist dort, ich glaube, da wäre Reispuder oder ist das irgendwie so. Muss ich mal noch lesen. Aber das ist sehr, sehr hell. Ne? Da kannst du so ein bisschen das mit fixieren, das, was wir gerade fabriziert haben. Und kannst du so ein bisschen mit abhellen noch. Und ich mag das auch so ein bisschen den ganzen anderen Gesicht und abgeidert. So, dann gibt es ein bisschen Rouge d'Adore hier von BH Cosmetics. Das ist, das duftet, ich hab das schon über ein Jahr, ne? Über ein Jahr habe ich das schon. Finde ich alle Töne, finde ich wirklich schön. Und manchmal kann ich mich doch nicht so ganz entscheiden und dann mag ich ja immer so, ne? Dann, wenn ich gar nicht weiß, was ich nehmen soll, eben du, zack, zack, beide Etagen und Attacke, ne? Dann nehme ich manchmal einfach hier von jedem so ein bisschen was und wenn ich sage, nö, das ist mir ein bisschen zu hell, dann nehme ich noch so ein bisschen von der dunkleren Tor und immer so wie das passend ein. Ne? So, das meisten Bäden so ein bisschen pinky jetzt hier. Ne? Also nehme ich so ein bisschen von der dunkleren hier, das an der Ecke hier, dann nehme ich mir doch noch mal ein bisschen Tor und dann waren wir das mal ein bisschen in dem hier. Ne? Man kann auch sagen, du bist heute gut oder fast meist zu fair, Herr so Rouge in der Schnur, ne? Oh, muck ist mir so doch, ne? Vor allem, so herz. Dann gibt es ein Ben Fixing Spray. Das habe ich von Avon, von Heidi, ne? Also, Entschuldigung, habe ich mir selber gekauft, ne? Das ist das Magic Mark. Ist noch nicht so fürchterlich für Fail Out, aber ich finde, dass das so ein ganz feine Sprühnebel hat. Manchmal hast du ja auch Flaschen. Du nice and up und dann hast du klickst hier so punktuell, hast du die ganze Soße im Gesicht. Das ist auch nicht schön. Und da dort ist so ganz, ganz fein. Ganz, ganz fein. Oder schnuppert jetzt nicht so noch Blumen oder irgendwie so. Das schnuppert so ein bisschen so medizinisch. Aber das ist gut. Das fixiert das alles gut. Nimmt auch so ein bisschen so das Pudrige weg und dann. Ja, so, nun gibt es ein bisschen Lippenpflege und dann kicken wir mal, was wir für'n Lidschattenhüt nehmen. Ich denke, der ist ganz gut. Der
So rum, nur so ein blöd schwarzer Hintergrund, ne, und schwarze Packung, das passt ja auch nicht so, ne? Aber man kann es ja sehen, ne? Das ist von Soeva de Aresto. Der ist auch schon so ein voll pullert, ne? Das ist für mich auch so ein Sammlerstück, ne? Der habe ich noch gar nicht so viel benutzt, aber ich finde den ganz, 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 ganz prima. Da sind auch so Farben drin, wo ich sehe, heute habe ich gesagt, gut, hier, das passt ganz gut zu meinem Pulli, ne? Das war der Gelb, das war wie mal irgendwie mit inbauen, heute. Und ich finde das, oder kann er so machen, eine schöne Palette, ne? Ist eins so ein bisschen matt, also Schimmer ist da, meine ich, ja gut, das das ist alles ohne Schimmer. Das ist alles ohne Schimmer. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne Palette. Und die, oder Have It Me Curve wie Douglas. Da wäre mir irgendwie so eine super Aktion. Da wäre super günstig, weil ansonsten, will ich mal ganz ehrlich sagen, kaufe ich mir nicht gern so wenn sie so ganz teuer sind. Ne? Dann sage ich immer, nee, das ist und blifft hier eigentlich Lidschatten. Was hole ich dann hier eigentlich schon wieder hoch? Ne? Das ist und das blifft im Grunde genommen, bliftet your Lidschatten. Ne? Und manchmal, wenn du so den normal kaufen wirst, ne, da wär's, sag ich mal, 25, 30 Euro. Ne? Und dann sage ich mir auch immer, nee, nun wäre das aber so ein super Sonderangebot und dann habe ich ein paar mehr Paletten in Köft und eine Hohlinger wäre da hoch. Ne? Und ich finde ganz gut und ich lächle jetzt auch mal los. Ich nehme mir mal so ein bisschen Lüllepinsel, so ein bisschen Verblenderpinsel und hier sind hier so zwei Binnen. Muss ein bisschen höher holen, ne? Hier sind so zwei Bin, das sind meist so, ja, wie Bronzer, ne? So Töne. Ich nehme mal die Dorte hier Bob. Die nehmen wir erstmal hier gucken, was hier überhaupt los ist, ne? Ich muss hier mal so ein bisschen in den Spiegel gucken. Und das mag ich mir erstmal so ein bisschen als Base hier so ein bisschen oben rum, ne? Einfach so ein bisschen. Und ich sehe das schon, ne? Glow? Ne, du hast keinen Schimmer mehr. Aber in den Speicher sieht das meist gut, oder? Da habe ich den Pinsel nicht ordentlich auswaschen. Und waschen, wie auch immer. Ne, das ist kein Glitzer. Weil wenn ich mich dort, wo ich jetzt rumfühle, ne, wenn ich mich dort Glitzer hinsetze, ne, der ist auch mein Geburtstag, ne? Weil da sind die Falten dann auch ganz groß drin, ne? So, dann nehme ich hier den dortigen Ton nochmal. Das ist so ein bisschen düster als der Dorn. Man muss aber holen. Dieser nehme ich. Dieser Glixepinsel und so ein bisschen schräg und hier erstmal drin in der Faltenkommandozentrale. Und ich habe ihn nicht abklopft, ne? Muss den Pinsel immer gut abkloppen. Weil die dolle Palette, die ist ganz bissig. Die hat so einen Farbabgab. Und das soll ich auch, ne? Also ich meine, wenn es schon zu teuer ist, ne, dann soll ich zumindest mal rumkommen, ne? Nicht, dass du da Twinny modern musst mit dem Pinsel und denkst, Alter, was ist das denn hier, ne? Da habe ich ein bisschen. Bin übertrieben. Ich nehme mal das hier. So ein bisschen wuscheligen. Und war das jetzt erstmal so ein bisschen verblenden, ne? Weil da habe ich auch mal so ein bisschen Fehlort, ne? Aber Farbabgabe, wie so Eva, kannst nicht meckern tatsächlich. Also die sind das Geld schon wert. Auf jeden Fall, ne? Und mit so einem Palette, gut, wenn du jetzt jede Dach benutzen da ist, ne? Aber da kommst du immer noch ein Jahr oder zwei mit hoch, ne? Und Lidschatten, das war ja auch nicht schlecht. Also bevor das schlecht war, ne, das tut. Dann nehme ich nochmal die Glickse Stelle, Glickse Welle, dort der Braun hier. Und die können mich ganz durcheinander mit dem ganzen Speicheln. Du will ich nochmal direkt in den Lidfalte. Da muss nochmal so ein bisschen duster hin, ne. Dann machen wir da nochmal in. Nicht zu weit noch achten, nicht zu weit noch fern. Irgendwie so hier in der Mitte. So. Fehlen siehst du von hier sowieso nicht, weil mein hier Schnappis, wollte ich schon sagen, ne? Mein Schlupflieder, der fredden das ja immer ab, ne? Der fredden der Farbe ja immer ab, ne? Kannst dir richtig Mühe geben, zack, weg. So, zum Band drin, in der Lidfalte, wetter das Torte hier, braun, nochmal drin. Und dann stupse ich mir hier, achten, hier mag ich das ja immer gerne so ein bisschen dunkel hin, ne? Du mag ich mir dein Glicksmur von der Torte hier so ein Band hin, damit das so ein Band mal Gestalt annimmt, ne? Angeschrägte Pinsel, wäre in der Dorte düstere hier drin, was wie du in den Ecken und in den Kanten, wo ich gerade sehen, wo wir da drin noch haben, ne? Gut aufkloppen und dann, ich muss ja immer was da innen hin, ne? Weil sonst meine ich immer, ich bin nackig.
Da kommt jetzt so ein bisschen mal vom Braun hin, ne? Und man sieht das auch schon, das hat eine Farbe gehabt. Eieiei, da brauchst du wirklich nur mal mit dem Pinsel da mal anschliedern. Dann geht das so führt los. Und das muss ja einen Unterschied geben. Ne? Ich meine, oder Drogerie haben die auch tolle Sachen, ne? Also günstig und gut und so, ne? Aber irgendein Unterschied musste dort der Preis doch rechtfertigen, oder nicht? Und ich finde, das ist schon ein Unterschied, ne? Ob du so ein Palette hast, so manche, die so ein bisschen günstiger sind, sag ich jetzt mal, es gibt auch gute günstige, will ich auch nicht sagen, ne? Aber die ist schon was Besseres, was Besseres oder was, die ist anders, die ist, das merkt man schon. Aber ich finde, günstigen mache ich auch gerne. So, dann nehme ich immer noch die Liegepinsel hier. Und geh mal in das Dortige, warum ich dir überhaupt Uzüchtheft suche. Deshalb meine ich, dass ich dir Dortige in dem Saal hüte. Gib das der Dorte Ton, der passt und werden gut zu meinem Pulli, ne? So, der passt ganz gut dort. Und das kommt jetzt so ein bisschen ins Spiel. Das ist so ein bisschen orange oder so, ich weiß nicht. Und da geh ich wirklich, klopft das wirklich richtig gut ab. Und möchte das ähnlich nur hier so ein bisschen übersetzen. Hier so ein bisschen über. Das so ein Hauch von der Dorte Samtgelb, würde ich mal sagen, ne? Oder Maisgelb oder Buttergelb oder wie auch immer. Das hätte ich mir einfach so ganz bisschen hier über. Das, ja, ganz bisschen, ne? Merk selber jetzt, ne? Das wird er nicht ordentlich aufklopfen, ne? Gut, dann ist er eben ein mehr ab. Und das mag ich mir einfach hier so ein bisschen bis fast unter der Augenbrauen. Ich krieg mal, dass er sich einfach so ein bisschen Wetter findet hier. So viel wollte ich gar nicht haben. Muss ich nochmal in der Dusche drin und hier nochmal so ein bisschen nachtragen. Du hast so ein bisschen jetzt verwuschelt, ne? Das, wenn du die Schminken leist, dann ist hier so ein ewiges. Du musst immer so ein bisschen unten, ne? Immer kicken, ist das, passt das und so. Immer hier nochmal ein bisschen und da nochmal ein bisschen und dann ist gut. Und dann nehme ich mir mal so einen Anstrichpinsel. Und Gomo hierin in der Dorte Gelb. Ich finde nicht, ich habe das, glaube ich, noch nicht probiert. Ich war einfach mal kicken. Und das möchte ich gern. So ein bisschen in der Mitte hierin. Ja, die Katze ist sogar bei der Dorte. Na, Katze, was ist denn los? Der hat gerade, was hat er denn? Der hat immer Hunger, der Dorte Katze. Was ist denn los? Dann kommt noch jemand rauf. Und dann muckst du ein bisschen mit. Ne, sie schubert sich lieber an den Schrank. Ja, dann komm. Komm, ja. Dann komm, Muschi. Ich will nicht. Bist nicht, ne? Sonst bist du immer mit dem Bild, ne? Wenn Mutti hier vor der Kamera sitzt, dann ist die Katze nicht weit weg. Genau wie eine Kirk. Wenn ich in der Kirk, ist die Katze auch da. Man sagt ja nicht sonst, die Kirk und die Katze haben immer was zu essen, ne? So, was ist los, Uschi? Was ist los? Man will das nicht. So, so ein bisschen gelb, ne? Ich mach das auch lieb, ne? Aber ein Auge ist meistens ein wenig. So, das machen wir nochmal ein bisschen ab, ne? Und die Katze sitzt hier und sitzt mir hier gegenüber und kickt genau, was ich da mache. So, in der Dorte Palette ist jetzt nicht so, da ist ja nichts mit Schimmer, ne? Du kannst dich natürlich, ich will mir hier so ein bisschen da so ein bisschen abhellen, ne? Wo der Sandmann ist. Du will ich, aber da ist doch jetzt nichts mehr, wo ich sage, das finde ich ganz gut. Deshalb nehmen wir die Dorte Lüde hier von Catrice. Das ist richtig gut, weil die Dorte hat hier so einen Schimmerton. Der ist richtig schön. Der ist richtig schön. Da musst du auch ganz vorsichtig mitziehen. Und ich möchte einfach hier, wo das immer so ein bisschen dunkler ist, ne? Da möchte ich da gerne so ein bisschen heller haben und setze mich da dahin. Weil ich finde immer, denn wenn du so düstere oder dunklere, ja, wenn ich da noch Sand anhänge, ne? Kick die dann an, ist ja nicht so blau, ne? Wenn du so ein bisschen düstere Geschichte aber oben hast, finde ich das immer ganz schön, wenn du da so ein bisschen, ja, so ein bisschen Highlight hinsetzen da ist. Dass du einfach so, du hast immer noch was bin. Kick die dann an hier, du. Ist das gelungen, ne? Ist das schon Mittag? Wo ich hätte noch Sandmann hier bin. So, ich will nur aufkommen davon. Ich finde das immer schön, wenn das Dorte so ein bisschen heller ist. Und hier unter der Augenbrauen. So ein little Rallye-Streifen. Da hat so ein bisschen Dorte, ne? Ich bin meistens bisschen hoch. Aber ich will ja gar nicht so viel haben. Ich will das ja gar nicht, ne? Und zack, muss er Dorte, ne? So einfach so ein bisschen hier
an den höchsten Punkt. Und dann kommt der Wimmer durch. So, Wimpern fertig durch. Hier ist ja von Fischele Formulas. Ich kann das ja mal gut sprechen. Ne? Da fehlt ja so ein Pan hier. Und du wirst der Highlighter bin. Hier ist noch Spin so ein Bronzer mit richtig, also der ist richtig glowy. Der ist butterzart und auch so ein Rouge. Ich nehme jetzt mal von der Dore hier und da musst du richtig mit aufpassen. Ich will einfach, weil mir ist das so ein bisschen zu, wie soll ich das sagen, so ein bisschen zu matt meist, ne? Ich mag mich einfach nur so hier so ein bisschen, wo ich das Rouge hinsetze, ne? Du so ein bisschen, hier so ein bisschen über die Augenbrauen. Ich muss so ein bisschen Glow hier, ne? Und ich mag das einfach nur so. Das sieht so unspektakulär hier aus, ne? So richtig so nichts Besonderes, ne? Und das ändern wir jetzt hier mal. Ich nehme auch noch mal Bleef, ne, wie die Klicksepinsel, hier ganz so ein bisschen in. Und tupst mir hier auch noch mal so ein bisschen Glitzer in den Schnut, wollte ich schon sagen, ne? Das ist halt noch mal so ein bisschen, ne? So, dann gibt es noch so ein bisschen was auf den Lippen. Das ist von Wet n Wild. Ich muss mal eben kriegen, wo mein Brille ist. Hier ist er, ne? Das ist, habe ich you öfter schon mal wie Instagram, ne? Das ist Balm Stan Mega Slicks Wet n Wild Moisturing Lip Color. Und das Ganze ist so ein bisschen, das ist hier auch wieder, ne? Das Ganze ist so ein bisschen im Brun. Also so, nicht rot, nicht brun. Ja, schön hier, aber so richtig, ne? Das ist meist wie so ein, ihr seht das hier unten, ne? Das ist so ein bisschen pflegend, so ein bisschen glowy, sag ich mal. Und den finde ich gar nicht so schlecht. Ich habe so ein ähnliches von Avon, also so ein Lütter Lippenstift im Brun. Die können wir auch noch umbauen. Ne? Also der würde jetzt hier so top passen. Ich habe hier aber auch so ein Lütter von Avon. Der sieht so gut. Der ist auch so ein bisschen Brun und so, ne? Das sind die dort Lipstylos. Die finde ich auch nicht schlecht. Den nehmen wir uns hier nochmal so vor. Ja. Ist auch nicht schlecht, ne? Das passt auch doch, ne? Beide zusammen ist gut, aber das finde ich auch nicht schlecht. Und wenn du die von Avon dort köpfst, ne? Muss immer kicken, dass das richtig zweimal dicht ist, weil sonst drückt die dann bis gut. Ne? Aber das finde ich schön. Das sind schön Lotten und so, schön in der Handtasche, passt. So kann man dann lotten, ne? So, und das ist denn so der Dore Look, was ich mit der Dore Tüch hier. Morgendoch, ne? Mit der Palette hier, die finde ich richtig schön. Ich kann hier noch mal packen, das wieder noch mal so ein bisschen kicken. Don. So sieht das Ganze gut. Du kannst so alles mit mocken. Von blau mit gelb mit so ein bisschen rosa hier oder hellblau oder gelb oder was weiß ich, ne? Ist eins ohne Glitzer, also für uns oder für mich, sag ich mal, ne? In der Kommandozentrale, wo du Falten sich immer Moin und Tüseng, du hast dort eine Palette für mich ganz gut. Möni Mono Kicken, der ist richtig toll. Ich könnte dort den Luxe auch immer nachschminken mit Paletten, die ich schon hab. Ne? Muss ja nicht immer dort den Leaks Dick gucken. Ne? Der gibt bestimmt einen, den du hast, der auch so ein bisschen eine Farbe hat. Und dann kannst du das hier dort mit nachschminken. Der Ganze ist in so ein bisschen Pappe bin und du könnt jetzt wieder rein in den Schrank. So, muss mal kurz husten. Der Judith Williams, habe ich ja zwischendurch schon mal gesagt. Ich finde den gut, weil für alle Leute immer nicht so wegen, welche Farbton sollst du nehmen, passt das zu mir, passt das nicht.
finde ich das immer ganz schön, wenn er sich anpassen darf. Das deiten auch, ich habe an Hals gar nichts mehr. Nur habe ich natürlich hier noch Selbstbräune auf und so wieder. Ne? Aber du musst, kannst du immer, das passt immer. Da passt so alle Hauttypen und das löppt und das finde ich gut. Aber der Haut verändert sich ja. Und das ist ja, da würde ich einfach sehen, ob ich damit zurechtkomme oder nicht. Der ist ein bisschen passiger, wenn er zu passig ist und du sagst so hier, ich sehe das hier schon, wenn er ins Spechel, das betüht ordentlich, das wird sich wohl richtig schön absetzen. Ne? Muss man kicken, ob man damit zurechtkommt, wenn ich mir das ganze Bett mit Creme anmische oder mit einem Serum oder wie auch immer, komme ich damit gut zurecht. So pur war das nichts mehr für mich. Das war nichts mehr und deshalb warte auch wahrscheinlich in den Schrank ganz 8 Stunden bei mir. Und ich werde eher eine Sommer nehmen. Bin mit Creme und dann ist gut. Ne? Würde ich mal kicken, ob ich damit zurechtkomme. Man kann ja auch mal so ein Tauschpaket machen. Mucke ich ja ab und zu mal mit Abonnenten. Dass wenn ich sage, Mensch, ehrlich gesagt, ja schade, dass das hier so vor sich hin gammelt. Ne? Wir können mal tuschen. Vielleicht hast du hier auch so eben, wo du sagst, komme ich nicht so mit zurecht. Dann schrieb mir an, wie Instagram, per E-Mail oder wie auch immer. Ich blende das hier nochmal in. Das sind so die Kontaktdaten, wie auch immer. Du kannst mir anschreiben und kannst sagen, Mensch, ich habe ja auch so ein Sheet schon und da wart nichts und ich kann das nicht mehr oder passt bei mir nicht mehr. Dann können wir ja mal beim Tuschen. So ein Tauschpaket.